Hallo zusammen. Wir wollen nochmal ein paar Rechnungen mit dem Ohmschen Gesetz machen. Und zwar in einem ziemlich wilden Verhau von seriellen und parallelen Widerständen. Bauen wir uns einfach mal was auf. Also, erster Widerstand, sagen wir mal 4 Ohm. Und da soll ein anderer Widerstand parallel hängen. Dem geben wir mal 8 Ohm. Und dann machen wir noch so einen Widerstand. Der kriegt 16 Ohm. Und noch einen. Der soll auch 16 Ohm haben. Und die vier Widerstände, die hängen wir hier parallel. Die hängen hier an einem Draht. Und genauso beim Ausgang. Gut, und hier irgendwie geht es weiter. Und da hängen wir sozusagen in Reihe zu diesem Block an parallelen Widerständen. In Reihe hängen wir einen anderen Widerstand rein. Der soll gerade mal 1 Ohm haben. Und da hängen wir nochmal einen Widerstand parallel hin. Hier unten. Der soll 3 Ohm sein. Und der soll hier so parallel drin hängen. So, und dann ist es aber immer noch nicht genug. Dann hängen wir noch einen hier, brauchen wir noch einen hier rein. Und das soll nochmal ein 1-Ohm-Widerstand sein, also 1 Ohm hier. Dann kommt aber hier unsere Batterie. Und wir schließen den Stromkreis. Und hier unten, da lege ich eine Spannung von 20 Volt an. Das war hier der Pluspol der Batterie, das war der negative Pol der Batterie. Und jetzt möchte ich wieder wissen, wie groß ist der Stromfluss, also das I, das ist gefragt. Jetzt kopiere ich mir aber das Ganze erstmal. Und mache das hier unten hin. So. Aber fangen wir erstmal an, ein bisschen zu rechnen. Das Erste, was wir uns mal vornehmen könnten, wäre dieser Block hier an parallelen Widerständen. Also dieser Abschnitt hier. Wir wissen ja, wie sich der Gesamtwiderstand hier aus diesen vier einzelnen Widerständen berechnen lässt. Das haben wir ja im letzten Video gezeigt. Das ging ja nach dieser Formel 1 durch R ist gleich die Summe der Kehrwerte dieser einzelnen Widerstände. Das wären also hier, das wäre ein Viertel plus ein Achtel plus ein Sechzehntel plus ein Sechzehntel, also zwei Sechzehntel hätten wir da. Und wenn wir das jetzt auf einen Nenner bringen, dann könnten wir das in Sechzehntel rechnen. Das wären also 4 plus 2 plus 2 Sechzehntel und 4 plus 2 sind 8, 6 plus 8 ist, das sind gleich 8 Sechzehntel und das ist gerade 1,5. Also ist der Gesamtwiderstand dieser vier Widerstände gerade 2 Ohm. 1 durch R war gleich 1,5. Also Gesamtwiderstand gleich 2 Ohm. Wir könnten jetzt eigentlich diesen ganzen Teil hier löschen. Das Ganze nehmen wir mal weg. So. Ja, und diese ganzen parallelen Widerstände, die haben also denselben Effekt, als wenn ich hier nur einen Widerstand mit 2 Ohm einbauen würde. Also ich könnte im Schaltbild hier diese ganzen parallelen Widerstände rausnehmen, hier nur einen Widerstand mit 2 Ohm einbauen und alles andere wäre unverändert, also der Stromfluss wäre unverändert und die Spannungsverteilung hier drin wäre auch unverändert. Der nächste Schritt wird jetzt ganz leicht, der Widerstand hier in diesem oberen Zweig. Wir wissen ja, dass sich serielle Widerstände, also Widerstände, die hintereinander geschaltet sind, die muss man addieren. Das heißt, statt 2 Ohm und 1 Ohm hintereinander zu schalten, kann ich auch einfach einen 3-Ohm-Widerstand hier einbauen. Wir nehmen das Ganze hier weg.
und machen stattdessen wieder einen Widerstand rein, einen Widerstand mit der Summe dieser beiden Teilwiderstände, und das war gerade 3 Ohm. So, jetzt können wir weitermachen. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Parallelwiderstände und beide sind 3 Ohm groß. Wie groß ist dann der Gesamtwiderstand? Das ist nochmal eine kleine Rechnung. Da müssen wir wieder mit dem 1 durch R ist gleich, ja, in dem Fall ist es 1/3. 1/3 plus 1/3. Und das sind gerade 2/3. Das heißt, der Widerstand R ist dann, der Kehrwert davon ist 3/2, ist gleich 1,5 Ohm. Das heißt, auch hier nehme ich wieder diese zwei Widerstände weg. Raus damit. Und ersetze diese zwei Widerstände mit einem Widerstand. Mit einem Widerstand. Und der eine Widerstand hat gerade mal 1,5 Ohm. Und jetzt bleibt mir noch über eine serielle Schaltung 1,5 Ohm hier, 1 Ohm hier. Das gibt mir in Summe 2,5 Ohm. Das heißt, ich schmeiße den hier raus. Und hier muss ich schreiben 2,5 Ohm. Also 2,5 Ohm. Und hier verbinde ich das wieder. Also diese ganzen Widerstände, die ich hier so ziemlich wild durcheinander geschmissen hatte, diese ganzen Widerstände haben denselben Effekt wie ein einzelner 2,5 Ohm Widerstand. Das heißt, der Strom, der hier aus der Batterie kommt, ist ja nach dem Ohmschen Gesetz U durch R, also die Spannung durch den Widerstand. Das ist also 20 durch 2,5 und 20 durch 2,5, 4, 8, das sind gerade 8 Ampere. 8 Ampere fließen hier durch diesen Stromkreis. Und wenn ich das jetzt weiß, dass da 8 Ampere fließen hier aus der Batterie heraus. Und diese 8 Ampere, die teilen sich hier zum ersten Mal auf. Nun haben wir ja ausgerechnet, dass hier dieser obere Zweig, der war ja auch gerade 3 Ohm. Der untere Zweig ist 3 Ohm, das heißt, die würden sich gerade zu gleichen Teilen aufteilen. Das heißt, hier würden also 4 Ampere würden hier in diese Richtung weiterlaufen und die anderen 4 Ampere, die würden hier in diese Richtung weiterlaufen. Ich weiß auch, dass hier nach der Verzweigung hätten wir also hier wieder 8 Ampere, die hier in Richtung auf den negativen Pol der Batterie laufen. Also hier drin wären es auch 4 Ampere und hier unten wären es dann auch 4 Ampere nach diesem Widerstand. So, den Strom haben wir geklärt. Jetzt können wir, weil wir den Strom kennen, können wir uns also auch mal die Spannungsverteilung ausrechnen. Denn die Spannung war ja I mal R. Der Spannungsabfall an diesem Widerstand wäre gerade, also wenn ich hier eine Spannung messen würde an diesem Widerstand, dann würde ich an diesem Widerstand gerade messen den Strom von 8 Ampere mal den Widerstand 1 Ohm. Das gibt mir 8 Volt. Also hier habe ich 8 Volt Spannungsabfall. Von den 20 Volt würden sozusagen 8 Volt hier dran verloren gehen. Dann am nächsten Widerstand, an dem hier, da habe ich jetzt nur den Strom von 4 Ampere, denn der hat sich ja hier aufgezweigt. 4 Ampere mal den Widerstand R, 1 Ohm, 4 mal 1 ist 4. Also hier werde ich einen Spannungsabfall von 4 Volt. Hier unten habe ich 4 Ampere, 3 Ohm, 4 mal 3 gibt mir 12. Das heißt, hier habe ich einen Spannungsabfall von 12 Volt. Ist auch klar, ich gebe hier 8 Volt und dann hätte ich ja hier direkt 12 Volt und das muss mir auch meine 20 Volt ergeben. Also das passt schon mal. Hier habe ich 8 Volt, 4 Volt, das gibt mir 12. Das heißt, hier an diesem Ding, an diesen Widerständen liegen also überall 8 Volt an. Und jetzt kann ich dann auch sagen, wie viel Strom hier durch diese einzelnen Zweige durchfließt. Der Strom ist ja dann gleich U durch R. Das heißt, wenn ich hier 8 Volt habe, 8 Volt durch 4 Ohm, das gibt gerade 2. Das wären also von diesen 4 Ampere, die hier
reinfließen in diese Verzweigung, hätte ich also 2 Ampere durch den obersten Zweig. Hier sind es wieder 8 Volt durch 8 Ohm, gibt mir 1 Ampere. Hier hätte ich 8 durch 16, das sind also 0,5 Ampere. Und hier habe ich auch 0,5 Ampere. Und die 0,5 plus 0,5, 1, 2, 4, das gibt mir genau die Summe der 4 Ampere, die hier durch diesen Teil des Stromkreises durchfließen. Also ihr seht schon, hier mit dem Ohmschen Gesetz haben wir das ganz gut aufgedröselt. Ich hoffe, ihr fandet das interessant.